Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Überarbeitung der Kommunalverfassung war ein wichtiges gemeinsames Vorhaben in dieser Legislatur. Eine zukunftsfähige, moderne und transparente Kommunalverfassung setzt den Rahmen für eine solide kommunale Selbstverwaltung. Sie stärkt die haupt- und ehrenamtlichen Vertreter vor Ort und bindet moderne Technik in den Arbeitsalltag der Kommunen ein. Es war uns deshalb wichtig, das bestehende Regelwerk für die Anforderungen der heutigen Zeit fit zu machen. Die Bandbreite der vorgenommenen Neuerungen ist groß, dass ich hier nicht auf alle eingehen kann. Ich möchte aber dennoch einige hervorheben. Mit der Möglichkeit zur elektronischen Ladung sowie der digitalen Sitzungsteilnahme gehen wir einen weiteren Schritt in die Richtung der digitalen Zukunft. Außerdem bauen wir Schriftformerfordernisse so weit wie möglich ab. Als eins von vielen Beispielen sei hier das Verfahren zur Vergabe von öffentlichen Aufträgen genannt. Auf diese Weise tragen wir zum in meinen Augen dringend notwendigen Bürokratieabbau in unserem Land bei. Auch werden Normen, die bisher in der Praxis zu uneinheitlichen Auslegungen führen konnten, im vorgelegten Gesetz klargestellt. Wir haben neben der inneren Kommunalverfassung auch haushalterische Neuregelungen vorgenommen. Dazu wird mein Fraktionskollege Andreas Nowak genauer ausführen. Meine Damen und Herren, in unzähligen Gesprächen, Diskussionsrunden, Arbeitssitzungen und Anhörungen wurde in den vergangenen Jahren an der Erneuerung der Kommunalverfassung gearbeitet. Neben dem MEK und uns als Landtag haben die kommunalen Spitzenverbände, Experten aus Theorie und Praxis, die kommunalpolitischen Vereinigungen und viele haupt- und ehrenamtliche Kommunalvertreter ihre Expertise beigesteuert. Ich möchte allen Beteiligten für ihren Einsatz und konstruktive Zusammenarbeit sehr herzlich danken. Dass wir die Stellungnahmen und Hinweise aus der kommunalen Familie ernst nehmen und in unseren Überlegungen einbinden, zeigen die umfangreichen Beratungen im Innenausschuss und die intensive Diskussion der eingebrachten Änderungsanträge. Das Ergebnis können Sie der vorliegenden Beschlussempfehlung entnehmen. Auch die bis zur letzten Woche noch eingegangenen Rückmeldungen haben wir ausführlich ausgewertet. Aus diesem Grund bringt die Koalition zusätzlich den Ihnen vorliegenden Änderungsantrag ein, der zum einen eine Klarstellungsbitte des Städte- und Gemeindebundes bezüglich § 34 aufgreift. Zum anderen führen wir eine Evaluierungsklausel ein, mit der dieses Parlament ein wirksames Instrument an die Hand gegeben bekommt, um die Erfahrungen mit den getroffenen Regelungen auszuwerten. Damit und mit dem Entschließungsantrag ermöglichen wir auch künftig eine kontinuierliche sowie praxisnahe Weiterentwicklung der Kommunalverfassung. Ich möchte ehrlich sein mit Ihnen und hinzufügen, dass ich mir an der einen oder anderen Stelle etwas mehr gewünscht hätte. Aber der zustande Kompromiss kann sich dennoch sehen lassen. Meine Damen und Herren, ich bitte um Zustimmung und vielen Dank.